Giselle. Das ist die Geschichte eines jungen Mädchens, das einsam und von der Außenwelt isoliert in seinem Zimmer lebt. Dort tanzt Giselle und steigert sich aber auch in ihre Gefühle für Albrecht hinein, der allerdings schon anderweitig vergeben ist. Für Giselle verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Vorstellung. Sie zerbricht an der unerwiderten Liebe und will schließlich freiwillig in den Tod gehen. Alles in Giselles Welt ist nun verdreht. Sie begegnet sich selbst in vielfacher Form und will sich fortan nur noch rächen. Nicht nur an Albrecht, sondern an allen, die sie enttäuscht haben. Giselle wurde 1841 in Paris uraufgeführt. Das Libretto basiert auf Heinrich Heines Schilderung einer deutschen Sage, dem Glauben an gespenstische, tanzende Luftgeister, die in der Nacht treulose Männer zu Tode tanzen. So steht das Tanzen auch als eigentliche Handlung des Balletts im Mittelpunkt. Der Tanz entscheidet nicht nur über das Schicksal Giselles, sondern auch über das Leben ihrer Liebhaber. Für Choreografin Silvana Schröder stand das Ballett von Adolphe Adam schon lange auf der Wunschliste. Die Thematik des Stücks sei zeitlos und stelle zudem eine große Herausforderung dar. Mir war es immer wichtig, die alten Ballettklassiker wieder neu aufzufrischen, aus einer neuen Sichtweise zu beleuchten, aufgrund dessen, weil ich glaube, dass wir Menschen nicht nur einen Psychose in uns haben. Ich glaube, wir sind mehrere Personen in uns, und diese Charaktere sozusagen auszuleuchten, war schon immer als Choreograf ja für mich sehr, sehr entscheidend. Mit Giselle präsentieren das Theater Erfurt und das Thüringer Staatsballett der Theater- und Philharmonie Thüringen ihre erste Koproduktion. Musikalisch begleitet werden die Aufführungen in den beiden Häusern durch die jeweiligen Orchester. Unterstützt wird die Produktion übrigens erstmals durch die Eleven, die Nachwuchstänzer des Staatsballetts. Eine Kooperation also, die in vielerlei Hinsicht Chancen für eine Wiederholung birgt.